Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers and Resources Sovereign Republic hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben den 15. Dezember 1970. Wir waren mittlerweile auf dem Mond in der Zeit hindurch und hier sehen wir unser Importzentrum, was gebaut werden kann, darf und soll. Wir haben 200.000 Rubel auf der hohen Kante, was mir sehr gut gefällt. Und wir gucken mal, wie es unserem Kohlebergbau geht oder Bergwerk geht. Hier oben, ob das schon fertig ist. Gesamtfortschritt der Konstruktion ist, na, wenn man jetzt mal Pi mal D mal Fensterkreuz rechnet, vielleicht bei 70%. Also, da geht noch was. Da darf noch, upsala, dran gebaut werden. Ich darf das Mausrad nicht gedrückt halten, wenn ich hier über die Karte wusel. Aber wenn ich die Kamera dann ändern will, dann muss ich das Mausrad drücken. Naja, gut. Okay, so. Wir haben hier unseren Bauplan und ich habe einen Kommentar erhalten. Mal wieder. Danke dafür. Wann ich denn mal endlich eine Tankstelle hier in meiner Universitätsstadt baue. Ich glaube, das ist gemeint, dass hier eine ist. Also ich meine, ich habe hier eine Tankstelle, so ist nicht, ne? Da ist eine. Und hätte eigentlich gedacht, die reicht eigentlich zum Zeitsparen hier, wenn wir immer mal da hinfahren müssen, jetzt hier zum Tanken. Ist eine Weile hin. Ich weiß aber auch nicht, unter welcher Folge das war, wo der Kommentar jetzt kam. Kann also sein, dass das aus einer alten Folge kam. Ich habe das jetzt nicht so schnell überblickt, welche Folge das war. Oder irgendwas, diese Mini-Bildchen. Und da erkenne ich immer nicht, welche Folgennummer das ist. Ja, ich bin halt alt. Augen sind nicht mehr die besten, können nicht mehr so doll und so. Naja, ihr wisst ja, wie das immer ist im Leben. Und deswegen, ja, also eigentlich hätte ich gedacht, dass diese dort ausreicht. Aber gut, wenn die nicht ausreicht oder wenn wir noch eine brauchen, dann sagt mal schnell Bescheid. Dann machen wir das natürlich. So, ich habe jetzt natürlich erstmal entschieden, dass ich meine ganzen LKWs hierfür brauchen möchte. Da muss aber nur noch Beton dran, hier muss nur noch Stahl dran und hier muss auch nur noch Stahl dran. Oder hier ist sogar schon genügend Stahl auf der Baustelle. Demzufolge kann ich jetzt eigentlich da hinten den Dings wieder anwerfen. Und, oh, guck mal, da ist ja wieder einmal hier die Platten leer. Oh, nur 700 Tonnen sind noch da. Also der Zug fährt gerade quasi einmal unsere... Achso, warte mal, ich muss ja hier den Dings anklicken. Ah, ist zu weit weg. Da kann ich es nicht mehr anklicken. So, Baustelle? Diese hier? Also du? Auf diese Baustelle. Kann ich eigentlich hier drauf klicken, wenn ich das zuweisen will? Probieren wir mal aus. Möchte gerne diese Baustelle hier dazuweisen? Das geht nicht, okay. Gut, aber ich kann ja hier so machen. So? 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 Dann springen wir nämlich ein bisschen schneller durch die ganze Kante. Dann muss ich hier nicht immer wieder Das ist natürlich, ja, das hat natürlich auch einen Vorteil, muss man ehrlich sagen. Okay, hier habe ich jetzt aber wirklich zu spät erkannt. Achso. So. Gut. So, jetzt haben wir natürlich wieder alles ausgemacht. Das ist ein Berg. Und dann huschen wir mal ganz schnell in die Stadt. So. Da sind wir da. So. Haben wir mal schnell die schnellen Füße angemacht vom kleinen Muck. Also, falls ihr meint, dass diese eine Tankstelle hier für die Stadt nicht ausreicht, dass wir hier eventuell nochmal irgendwo eine brauchen, um Zeiten einzusparen, beziehungsweise hier. Hier unten auch eine Tankstelle gebaut? Hier ist eine Kneipe. Naja, ist ja eigentlich auch eine Tankstelle, ne? Tankstelle, Kneipe. Das ist fast das Gleiche. Na gut. Also, dann, ja, gerne natürlich nochmal, ne? Also, dass wir da auch effektiver unterwegs sind, da bin ich hier natürlich immer dafür. Und wenn ihr mir da natürlich immer mal Ratschläge gibt, bedanke ich mich natürlich in allerschärfster Form dafür. Denn, ja, soll ja auch was werden. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz hier zu unserem Importzentrum. So, wie sieht's denn aus hier? Hier wird fleißig gebaut, das sieht sehr gut aus. Ihr benötigt jetzt 42 Tonnen Stahl und 188 Tonnen Beton? Wie sieht das denn aus hier? Achso, das ist diese Zug-Rohstoffe beladen Geschichte. Alles klar. Ja. Sind denn hier eigentlich die... Die sind noch gar nicht geplant, ne? Nicht, dass die jetzt hier... Nein! Oh, ich wollte gerade sagen, die sind auf der falschen Seite. Nein, sind sie nicht.
Ja. Okay. Das ist nicht euer Ernst jetzt hier. Brückenfalle können nicht gebaut werden aufgrund der Struktur darunter. Die Straße ist an der falschen Stelle. Na gut, dann lassen wir es erstmal bauen und dann machen wir die Straße wieder weg. Und müssen wir die Straße nachher unter den Dingern drunter durchbauen. Ich bin ja begeistert. Aber es war abzusehen, dass irgend sowas kommt, ne? Also wir müssen die Straße ziemlich dicht hier an der Kante machen oder ziemlich dicht an der Kante machen. Ich denke mal eher, dass wir sie ziemlich dicht hier an der Seite machen müssen. Gut, dann müssen wir sie erstmal bauen lassen. Meine Herren, 188 Tonnen Beton, das ist natürlich dann jetzt erstmal eine Herausforderung. Auch für unser Betonwerk. Da sind ja bestimmt einige gewesen. Aber also, na gut, 188 Tonnen, wenn man 12 Tonnen hat, einer. Oh, paar LKWs sind das so. Und hier fahren sie jetzt erstmal wunderschön den Kies nach hinten. Da sind einige unterwegs. 1, 2, oh ja, da sind ja einige unterwegs. 1, 2, 3, 4, 5, stelle ich den ab. 6, stelle ich den ab. Ah, der kommt auch nochmal 7. 8. Ja, vielleicht der noch hier. 9, 10, 11. Also da haben wir schon etliche von den Dingern hier, die dort gut was produzieren können oder beziehungsweise die gut was abtransportieren. Sehr schön. So, das wollen wir jetzt aber auch wirklich erstmal fertig bauen lassen. Ein bisschen Geld auf der hohen Kante haben ist ganz gut. Jedes Lager wird sehr gut leer gefahren. Ist denn hier irgendwelcher... Nö, es ist eigentlich alles okay, soweit. Also hier wird wirklich bloß das Lager leer gefahren. Ist aber nicht weiter schlimm. Das kann er jetzt erstmal wieder dann vollfahren. Ich denke mal auch, wenn er jetzt das nächste Mal verkauft hat, werden wir ihn wieder ins Depot schicken, damit er dann ganz in Ruhe für uns abwartet dort. Und wir dann ja beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr verkaufen können. 10.000 Rubel ist sogar mehr wert geworden mittlerweile, die Betonplatten, die fertigen. Also das ist schon mal nicht schlecht. So. Gut. Wir können ja mal ganz kurz gucken auf unserer diesjährigen 2,3 zu 2,1 Millionen. Also das sieht schon mal wesentlich besser aus, ne? Also in diesem Jahr haben wir durchaus schon mehr veräußert. Und natürlich vorgefertigte Platten sind immerhin 106.000 Rubel gewesen. Also das ist schon... Ist schon jede Menge, ne? Also, muss man ehrlich sagen. Letztes Jahr haben wir Alkohol für 450.000 verkauft. Und hier Kleidung 300.000. 798.000. Haben wir letztes Jahr auch. Also, Kleidung ist was, das ist natürlich ein richtig guter Exportschlager. Das bringt richtig Geld. Also, das ist wirklich. Und es ist auch wichtig, dass wir da die Produktion selber machen. Auch von den Grundstoffen, von der Chemie und alles. Das gefällt mir sehr gut. Also das ist auch so ein Produktionskomplex, den wir hier nochmal neu, sagen wir mal, einbringen werden. Und dann, ja, ich weiß gar nicht, hier mit den Wagen kann ich ja nur die Dinger fahren, aber Klamotten nicht und so. Hier hoffe ich ja, dass ich dann einmal den Zug quasi sagen kann, er soll die Ware mitnehmen und einmal den Zug sagen kann, er soll die Ware mitnehmen. Beziehungsweise eigentlich müsste es ja 3 zu 1 oder 2 zu 1, ich weiß gar nicht, wie ist das hier. Wie ist das, wenn du das nicht mehr abladen kann? Ja, nicht, dass er hier irgendwie 150 Tonnen können wir hier eh bloß einlagern jeweils. Also kann ich bloß maximal 150 Tonnen anbringen hier. Und dann müsste ich theoretisch zweimal Kohle, einmal Eisenerz fahren, damit dann hier das Verhältnis immer stimmt. Ne? Aber Kohle kriegen wir ja noch von der anderen Seite. Na gut, dann kann ich irgendwann kein Eisenerz mehr abladen. Naja, noch Kohle. Das ist wichtig. Aber hier sind wir jetzt so 90%, sehr gut. Also im Baumaterial ist alles hier, ne? Es fehlt nur noch an Leuten, beziehungsweise die Leute sind auch da. Es sind noch 300 Arbeitstage. Wird schwer mit den Leuten, die wir da haben, aber könnte gar knapp was werden, dass das fertig wird. Schön. So, hier die Straße, das habe ich schon lang gemacht, dass die Straße hier gerade durch kann. Da könnte man nicht die Baustelle hier mal verlängern mit Straße dieser Bauart. Da dran. Bau genehmigen. So. Dann haben wir hier dann auch so, sozusagen schon die Zufahrtsstraße nach hier oben, dann wo denn hier Leute hingebracht werden, damit hier im Kohlebereich mehr produziert werden kann. Und theoretisch, warte, was habe ich hier für ein Lager gebaut? Achso, das ist ja wieder so ein Lager, das geht ja wieder nicht. Müsste ich so ein Verladelager eigentlich denn... Das kann ja beide Seiten, ne? Dieses Teil hier, das kann glaube ich nach beide Seiten. Hat das einen Zuganschluss? Ne? Auch nicht. Schade. Also da bräuchte ich was mit Zuganschluss.
Oder hier auch eine Zuganschlussbahn, damit ich die Kohle dann von hier oben holen kann. Ne? Dann könnte man zum Beispiel diesen einen Wagen wirklich so schicken, einmal Kohle holen, einmal Eisenerz holen, einmal Kohle holen, einmal Eisenerz holen und so. Ne? Also hier dann auch eine Schiene sozusagen damit hochlegen. In dem Bereich. Oder Gleise, eine Schiene. Gleise heißt das ja, ne? So, gut. Da wir genügend Geld haben, werde ich jetzt hier dieses in den Straßenbau investieren, beziehungsweise ich werde ein paar tausend Rubel dann in Richtung Straßenbau investieren. Einfach weil ich mit Straßenbau hier die Leute nicht ganz so lange beschäftigen will. Und das hat doch immer ziemlich lange gedauert, das zu bauen. Aber wenn die Straßen nämlich alle fertig sind, dann können wir nämlich in den Großbau dieser ganzen Wohnanlage hier gehen. Und vielleicht ist auch gemeint, dass hier eine Tankstelle unbedingt nochmal rein soll. Das wäre nicht sehr unwahrscheinlich, dass wir dort auch eine Tankstelle bräuchten. Also so ist nicht. Ist das jetzt wieder die... Das ist wieder die Straße ohne Lampe, ne? Die wir hier geplant hatten. Alles klar, okay. Na gut, lassen wir erstmal so. Ich werde mich später darüber ärgern, dass ich das jetzt sage. Das lassen wir erstmal so, ne? So, hier ist alles verbastelt und verbustelt. Das hier noch nicht. Warte mal, dann machen wir das ja auch noch schnell fertig. Dann machen wir hier noch schnell einen fertig. So. Fußgängerüberwege haben wir. Hier ist noch ein Straßenanschluss. Stimmt, fürs Krankenhaus. So, dann machen wir gegenüber den Block noch dran hier. So. Die Dinger lassen wir mal bauen. Hier haben wir einen Straßenanschluss dran. Da auch, da auch, da auch. Das sieht ja schon mal sehr gut aus. Dann haben wir hier jetzt so die kleinen Dinger hier noch, aber das ist nicht weiter wichtig. Und hier scheint noch das Update nicht stattgefunden zu haben auf... Genau. So. Gut. Meine kleinen Bauunternehmen. Was habt ihr denn eigentlich zu tun? Ah ja, Rohstoffspeicher, diese Geschichten hier. Und eine unvollendete Straße. Hä? Achso, das ist ja die hier oben. Die ist zu 0% fertig, weil der Bagger noch nicht da ist. Aber wir sehen hier unsere LKWs, die sind hier schon alle fleißig. Oh ja, sehr schön. Das könnte sogar schon fast reichen, oder? Oh, 75 Tonnen brauchen wir noch. Okay. Also die sind dabei unterwegs hier noch. Naja, gut, das ist halt immer so. Kriegen wir aber dann auch hin. Sehr schön. Ich finde das schön. So, und wenn die Straße fertig ist, dann bin ich noch glücklicher. So, jetzt haben wir hier Qualität der Quelle 4%. Also wir haben jetzt noch eins gebaut, was von der Qualität her noch beschissener ist. Also das mit dem Planieren höher, tiefer, eher nicht so. Ja. Geht wohl doch eher darum, wie viel grüne Fläche wir in den Bereichen drin haben. Und das war halt hier ein Optimum, weil wir hier das hier unten noch mitkriegen. Das kriegen die nicht mehr mit. Ja gut. Ja. Nun ja, das ist ja jetzt, sagen wir mal, eher ernüchternd, um das mal auf den Punkt zu bringen. Da bin ich jetzt ein bisschen, das ist schwierig, glaube ich. Würde sogar gehen und wäre sau teuer, ne? 71.000 Rubel. Ja. Dann wären wir auf 100.000 Rubel runter. Ach komm. Da ist halt Baumarkt fertig. Genauso wie wir das Ding dann hier fertig machen. So. Dann haben wir nochmal in dem Jahr richtig Geld ausgegeben für richtig viel Stahl. Was hier an. Achso, da kann man ja die Variationen machen, ja. So, und dann wird die Kohle ja dann jetzt direkt dahin transportiert. Und dann kann ich die LKWs hier dann erstmal ins Depot zurückschicken. Beziehungsweise die werden jetzt einmal fahren in den Rohstoffspeicher. Hier, kannst du abladen, den Scheiß. Und wenn ihr da wart, bist du auch so einer? Nee. Wie ist denn die Kohlenkraftwerk? Nee. Dann kommen die ins Depot und dann werden die nachher in Bauindustrie oder sowas zugewiesen oder irgendwo mit zugewiesen, Kohle zu transportieren oder ähnliches. Dann ist das nämlich auch durch.
Das ist ja mal gar nicht so gelaufen, wie ich es gerne gehabt hätte. So, mal hier hin zu dem Depot. So. Ist auch ziemlich leer. Nichts mehr drauf. Hier mal hin zu dem Depot. So, dann steht ihr schon mal hier und dann kann ich euch bei Gelegenheit dann auch benutzen und dorthin schicken, wo ich euch brauche. Und ist gut. Vielleicht auch einfach zum Kohletransport hier. Ein bisschen wird ja hier immer produziert, ne? Also 5 Tonnen Kohleerz, hier sind es 8 Tonnen Kohleerz pro Tag. Also es müsste jetzt generell hier immer ein bisschen was ankommen und da sich vielleicht eventuell was anhäufen, damit denn hier eventuell ein bisschen mehr ist. Aber wir haben ja hier genügend LKWs, die warten. Gut, okay. Aber wir haben das Experiment abgeschlossen. Und ich würde sagen, es liegt wirklich in einem grünen Bereich, den er hat, und nicht an der Höhe. Also können wir getrost immer alles runterplanieren, so wie wir es gerne haben wollen. Damit wir an die Kohle rankommen, das stört nicht. Die liegt nämlich tiefer, als der Berg hoch ist anscheinend. Also die planieren wir damit nicht weg. Ja, das erstmal zu dem. Gut, wie sieht es jetzt hier hinten aus? Ist der Bagger schon da? Oder wird er hingefahren? Oder fährt er von, wenn er von alleine dahin fährt, dann ist er natürlich, dann braucht er ein paar Monde. Ich hoffe, dass er mit dem LKW hierher gebracht wird. Ist noch nicht da. Verbundene Fahrzeuge auf dem Weg. Okay. Da ist der Bagger drauf. Alles klar. Okay, der wird also mit dem LKW hierher gebracht. Das ist schon mal sehr schön. Gut. Alles klar. Läuft also. Läuft wie ein Länderspiel, hätte ich fast gesagt. So, hier haben wir auch noch ein paar Straßen, aber gut, wir haben uns jetzt natürlich mit dem Geld in diesem Jahr ganz schön runtergewirtschaftet oder am Ende des Jahres ganz schön runtergewirtschaftet. Wir machen noch den Jahresvergleich, den Jahresabschluss an dieser Stelle. Wir haben in diesem Jahr 2,46 Millionen Rubel Einnahmen gehabt bei 1,9 Millionen Ausgaben, macht einen Handelsüberschuss von ziemlich genau 500.000 Rubel. Diese haben wir investiert in 400.000 Rubel für, also wir haben hier nochmal Fahrzeuge exportiert für 28.000 Rubel und haben importiert für 411.000 Rubel. Macht zusammen gesehen doch ganz schön viel aus. Guck mal, die Versandkosten sind 100.000 Rubel übrigens. Da müssen wir mal gucken, wo die Versandkosten drauf, nicht die Versandkosten irgendwo, wo die drauf angefallen sind. Das kann ich, glaube ich, nämlich nicht sehen. Ne? Nee, kann ich nicht sehen, aber egal. Eine Tonne pro Kilometer kostete also mir 9 Rubel immerhin. Oder 16 Dollar, das ist ziemlich teuer. So, Fahrzeuge exportiert einmal für 28.000, Fahrzeuge mit Titan für 411.000, macht also ein Defizit, also hier mein Überschuss, macht hier ein Defizit von ca. 380.000. Und wir haben ausländische Arbeitskräfte im Wert von 300.000 Rubel in Anspruch genommen, was durchschnittliche Arbeitstagskosten von 21,44 Rubel bedeuten würden. So, und das gerade jetzt am Schluss, aber das war ja halt eben da hinten, weil wir den Bau dort abgeschlossen haben mit dem, da haben wir richtig viel Geld nochmal ausgegeben. Also da haben wir im Dezember sehr viel Geld für ausgegeben, genauso wie wir im Dezember sehr viel Geld für Import von Waren noch ausgegeben haben, weit über 100.000, also da hätten wir hier sozusagen einen wesentlich höheren Überschuss erhandeln können. So, sehe ich hier, wo Einwandereinladung haben wir keine ausgesprochen, hat auch nichts gekostet. Ich weiß noch nicht, wo ich das sehe mit den, warte mal, kann ich das hier nochmal angucken? Genau, hier sehen wir unseren, achso, wir können ja erstmal noch den Vergleich zum letzten Jahr machen. Im letzten Jahr hatten wir wesentlich mehr Handelsüberschuss, weil wir wesentlich weniger importiert haben und haben insgesamt einen Überschuss von 376.000 erwirtschaftet. Dieses Jahr hatten wir einen Negativ von 277.000, aber das liegt auch wirklich nur an den hohen Kosten, die wir jetzt in den letzten Tagen uns reingeholt haben. So. Dieses Jahr inländische Produktion und Verbrauch, Wert in Rubel, Wert in Dollar, wir machen mal Wert in Rubel, haben wir insgesamt Ressourcen produziert im Wert von 5,1 Millionen Rubel. Das ist eine Steigerung von immerhin fast über 700.000, oder? Na, nicht ganz. Das sind 490.000. 690.000 Rubel. Und wir haben Ressourcenverbrauch in der Industrie für 2,3 Millionen Rubel, in der Konstruktion für 1,6 Millionen, in der Bürgeranlagen von 1 Million und Fahrzeugkraftstoff sind immerhin 211.000 Rubel gewesen. Das war im letzten Jahr auch wesentlich weniger. So, wir haben 223.000 Arbeitstage in der Industrie gebracht, verbracht, 60.000 knapp in der Konstruktion und 168.000 in Bürgeranlagen. Das ist auch wesentlich gestiegen und die durchschnittlichen Kosten für einen Arbeitstag sind auch
enorm gestiegen. Ne? Also das muss man ehrlich sagen, das ist wirklich eine extreme Steigerung von 1,85 auf 2,16, aber ist halt so. So, gut. Weltmarktpreise, das sehen wir ja nun nicht, ne? Letztes Jahr, dieses Jahr, also ich weiß nicht, das sieht man irgendwie nicht, ne? Die Veränderung, sehe ich das irgendwo? Letztes Jahr, warte mal, Kohleerz zum Beispiel. Also die Preise steigen an, das sieht man halt, ne? Zoll gibt's noch nicht. Ich glaube, das ist es mit dem neuesten, mit dem nächsten Update oder so. Es gibt's einen Zoll oder sowas. Gut, wir können nochmal ganz kurz bei der Bevölkerungsentwicklung gucken, wie es da sich in diesem Jahr zugetragen hat. Also wir haben, sagen wir mal, 1200 Fluchten. Hui, die Witzka. Das ist jede Menge. Wir haben 3700 Geburten, 2115 Todesfälle und 1208 Fluchten. Macht zusammen 3200, also knapp 500 Leute mehr haben wir in unserer Bevölkerung. Die Babys zwischen 0 und 6 Jahren geht nach unten. Liegt aber auch daran, dass wahrscheinlich nicht genügend Plätze sind. Die Kinder gehen auch nach unten. Und die Erwachsenen, die noch bei Eltern leben, das sind mittlerweile Unmengen. Die müssen wir unbedingt da rauskriegen. Unsere Studierenden, das hält sich momentan die Grenze. Das liegt aber auch daran, dass ich hier jetzt wenig neue Leute dann wieder reingesetzt habe, dass da Leute studieren können. Die Schulbildung sieht auch sehr konstant aus und keine Ausbildung ist auf dem Marsch nach unten. Das ist sehr schön. Wir besitzen 5565 Radios, 3000 Fernseher, 2100 Computer. Das ist eine sehr gute Steigerung. Das heißt, der Wohlstand steigt in unserem Lande. So, letztes Jahr hatten wir noch genau 800 Fluchten, dieses Jahr mal 1200 Fluchten. Das ist natürlich hart. Und gerade jetzt zum Ende des Jahres sind die Fluchten extrem angestiegen. Muss man ehrlich sagen. Warum eigentlich? Die Versorgungslage von irgendwas so schlecht? Das gilt es herauszufinden in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Wir sehen uns zur Silvesterfeier wieder in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.